Radio 91.2. Nur der BVB. Aber nur der BVB. Ja, Borussen Bernie. Ja, warte eine Woche. Fangen wir mal an, DFB, Nivea Yogi und Reiseleiter Bioff kleben weiterhin an ihrem überbezahlten Job wie Puck die Stubenfliege auf einen überfahrenen Mitigel auf der B1. Unfassbar, der DFB, das ist nur noch eine Graupensuppe ohne Maggi. Bundesliga, Niederlage gegen Kölle. Hör mal, die war so unnötig wie eine Hochzeitsnacht im 91er Renault Clio ohne TÜV. Alter Lachs, hör mal, wer bei Eckbällen weiter von seinen Gegenspielern entfernt ist, als ich vor Michelin-Stern im Kochen, muss ich nicht wundern, wenn er gegen eine Pöhler-Truppe verliert, die zuletzt gewonnen hat, als das Segelschulschiff die Gorkfock gebaut wurde. Geht nicht, Mensch. Champions League, Viking Haaland verletzt. Damit fehlt uns echt die Mayo auf die Pommes. Das 1-1 kassiert durch eine römische Schwalbenlasagne, wo der Videoschiri im Keller seit gestern 4 Wochen lang krankgeschrieben ist, wegen akutes Wachkoma im Endstadium. Das geht gar nicht. Aber egal, dank Schnapper Bumbo Bürki Achtelfinale erreicht. Und das bringt uns mal richtig knatters in die ramponierte BVB-Kasse. So, jetzt Samstag gegen aggressiv Frankfurt. Achtung, richtig gute Bolzer da. Das gibt bestimmt eine Menge Blutergüsse und Platzwunden, Mauls im Trikot. Also erste Mannschaft von Borussia Dortmund vorm Spiel. Richtig Haarmilch ins Müsli. Das macht stramme Waden und einen harten Schuss vor der Pocke. Knallt sie weg. Danach sind Wundenlecken angesagt. Denn es geht weiter. Es geht immer weiter. Denn es gibt nur eins. Es gibt wirklich nur eins. Nur der BVB. Aber nur der BVB. Radio 91.2, mein Dortmund.